Erinnert ihr euch noch hier an das, was am Flipchart steht? Rechte, Pflichten, TWS, Wohler. Darüber haben wir im letzten Video gesprochen. Und das heutige Video, das bezieht sich jetzt nicht auf das, was wir gesagt haben, ist aber ganz wichtig, dass wir das hier verstanden haben, weil heute geht es um eine Buchempfehlung, und zwar hier so ein dicker Wälzer. Welcher das ist und für wen dieses Buch ist, darum geht es jetzt in diesem Video. Deswegen bleibt unbedingt dran. Es geht heute sozusagen um die Bibel der Optionshändler. Also, das Buch, was ich hier in der Hand halte, und zugegebenermaßen, das ist sehr, sehr schwer, denn es hat 999 Seiten. Ich habe extra noch nachgeschaut, nicht 1000, nicht 998, 999 Seiten. Das wird von vielen als die Bibel der Optionshändler beschrieben. Und zwar ist das von John C. Hull, einem amerikanischen Finanzprofessor, und heißt Optionen, Futures und andere Derivate, ist hier in der 7. aktualisierten Auflage. Und wenn es etwas zum Thema Optionshandel, Börsenhandel, Derivatehandel gibt, ne, dann brauchst du dieses Buch. Aber, und deswegen drehe ich das jetzt auch nochmal hier mit dem im Hintergrund, wenn dir diese Punkte hier, und da kannst du dir gerne nochmal das letzte Video anschauen, wenn dir das noch nicht klar ist, ne, dann vergiss dieses Buch. Dann ist dieses Buch nichts für dich. Ne? Dieses Buch ist dann nichts für dich, und du musst erstmal die Basics verstehen. Und warum beharre ich so auf diesem Punkt? Ich bin aufgrund meiner Tätigkeit ja auch sehr häufig bei institutionellen Anlegern, das heißt also bei Family Offices, bei Pensionskassen und so weiter und so fort. Und da stehen ganz häufig solche Bücher hier rum. Ne? Also nicht nur das hier von Hull, sondern auch viele, viele andere, immer dicke Wälzer. Und in all diesen Büchern steht wahnsinnig viel, und all das, was hier drin steht, ist richtig. Ne? Also gibt es nichts, was nicht richtig wäre, aber ganz häufig habe ich leider festgestellt, dass sehr viele, die bei diesen institutionellen Anlegern arbeiten, dass die von diesen klassischen Basics, ne, überhaupt keine Ahnung haben. Das heißt, die könnt ihr zwar theoretisch ganz, ganz hervorragend erklären, was eine Option ist, was ein Derivat ist, was irgendwie ein Zinsswap ist und so weiter. Aber wie das Ganze in der Praxis funktioniert, auf welche Basics das aufbaut, wie Volatilität entsteht und so weiter und so fort, ne, das wissen die nicht. Und ich war zum Beispiel dieses Jahr einmal bei einer großen Fondsgesellschaft in der Risikoabteilung, und wir haben für ein Mandat die Risikoauswertung besprochen. Und die haben uns da Dinge theoretisch als Risiko reingelegt, wo wir denen dann gezeigt haben, das ist in der Theorie möglich, aber niemals in der Praxis. Das ist völlig unmöglich, und damit verändern sich ganz krass die Risikokennzahlen. So, jetzt auch mal zurück zu diesem Buch. Also, wer ist das? John C. Hull ist, glaube ich, 1943 geboren oder 45. Ne? Ihr könnt mal bei Wikipedia nachschauen. Also der geht jetzt auch, ist schon deutlich über die 70, und ist wirklich ein absoluter Fachmann für den Bereich Derivate Finanzmathematik. Hat eine klassische akademische Laufbahn hinter sich. Ich weiß es auch nicht, aber jetzt, ich glaube, er ist immer noch Professor an einer Hochschule in den USA, war in zig Beiräten von akademischen Vereinigungen, in vielen Hochschulen gelehrt. Also hat ganz, ganz viel auch beigetragen zu dem akademischen Wissen, was es über Derivate gibt. Und dieses Buch hier, Optionen, Futures und andere Derivate, ist wirklich ein Klassiker, und sehr viele Händler haben es. Aber ich habe dieses Buch geschenkt bekommen, und ich habe mich auch gefreut, als mir jemand mitgebracht hat. Das war der Günther. Günther, vielen Dank an dieser Stelle nochmal für dieses tolle Buch. Aber es ist einfach so, man merkt ganz, ganz klar, wenn man dieses Buch liest, ne, und ich habe es nicht gelesen, ich habe immer mal so ein bisschen geblättert, immer mal, wenn ich was suche, schaue ich mal nach. Man merkt aber ganz, ganz deutlich den Lebenslauf des Autors. Und John Hull, der eine absolute Koryphäe ist, und es gibt nichts, aber auch gar nichts gegen diesen Mann zu sagen, bis vielleicht eine kleine Tatsache, und zwar, er hat den Elfenbeinturm der Akademie nie verlassen. Das heißt also, er war nie als Händler tätig. Ne? Er hat nie irgendwie mal Geld selbst verwaltet, sondern er hat zu diesen ganzen Dingen, die es hier gibt, immer geforscht, gearbeitet, hervorragend hat er das gemacht. Er hat es eben bloß immer von einer
akademisch-theoretischen Seite ausgetan und niemals von der praktischen Seite aus. Jetzt wird vielleicht der ein oder andere mir noch einen Beweis bringen und wird hier reinschreiben, doch, der hat doch mal da ein bisschen was gehandelt. Aber wenn du dir einfach seinen Lebenslauf auch anschaust, den kannst du übrigens abrufen. Ne? Geh einfach ins Internet und gib ein John C. Hall Wiki, dann kommst du auf die Wikipedia-Seite, gibt es sogar eine deutsche und da gibt es direkt einen Link zu ihm an der Hochschule, wo er jetzt scheinbar immer noch tätig ist. Und da kannst du seinen von ihm selbst veröffentlichten Lebenslauf abrufen und da findest du keine Händlertätigkeit. So, und das schlägt sich wahnsinnig in diesem Buch nieder. Und ich will dir das einfach mal an zwei Punkten zeigen. Und zwar, fangen wir erstmal an, was ist das Tolle an diesem Buch? Es gibt wahrscheinlich keinen Bereich aus dem Bereich Derivate, der hier nicht drin ist. Also hier geht es eben nicht nur um Optionen, hier geht es um Futures, hier geht es um Swaps, hier geht es um diese ganzen kryptischen Derivate, die man nur vom Namen her kennt, ne? Also Backed Securities und alles Mögliche, das, was in der Finanzkrise 2008 eine große Rolle geschrieben hat, MPS, CDOs und so weiter und so fort. All diese Dinge gibt es hier und die kann man sich mal nachlesen. Und wenn das einmal interessiert, ist das ein fantastisches Nachschlagewerk. Und ich will euch jetzt mal nur zwei Punkte zeigen. Und zwar einmal hier ganz am Anfang, da geht es um Futures. Ne? Und da steht zum Beispiel hier eine ziemlich coole Geschichte oder ein ziemlicher Satz, der toll ist, weil da geht es um das Underlying, also was ist ein Future überhaupt? Und ich lese euch mal einen Satz nur vor und der lautet folgendermaßen. Die New York Cotton Exchange hat zum Beispiel in ihrem Orangensaft-Future-Kontrakt die Ware folgendermaßen spezifiziert. Herkunft aus Florida und oder Brasilien, US-Qualitätsgrad A, Brix-Wert mindestens 62,5 Grad. So. Und wenn du das als Laie jetzt liest und denkst, hey, bringt mir das einen Vorteil, ne? Nein, weil dann müsstest du schon mal anfangen und sagen, was ist denn ein Brix-Wert? Ne? Was ist denn eine Qualitätsstufe oder ein US-Qualitätsgrad A? Das heißt also, du wirst hier, das ist eine wissenschaftliche Arbeit, die dich immer weiterbringt. Also wo du immer sagst, okay, da muss ich noch was lesen und noch was lesen, noch was lesen. Aber auf was du in der Praxis achten musst, hilft dir das relativ wenig aus meiner Sicht heraus. Das heißt, wenn du eine Prüfung machen musst, wenn du jetzt gerade Student bist und sagst, hey, ich muss eine wissenschaftliche Arbeit schreiben über das Ganze, hervorragend. Nützt dir das im Handel dann was? Überhaupt nicht. Ja, das nützt dir überhaupt nichts. Und ich bin noch hier auf einer zweiten Seite. Und zwar, das ist jetzt schon die Seite 721. Und zwar Überschrift Modellierung und numerische Verfahren Vertiefung. Und da gibt es jetzt hier so Sachen wie Alternativen zur Black-Scholes-Formel, Modelle mit stochastischer Volatilität, das IVF-Modell, die Monte-Carlo-Simulationen, amerikanische Optionen und so weiter und so fort. Und wenn du hier reinschaust, dann findest du dann solche Überschriften wie das gemischte Jump-Diffusionsmodell nach Merten, das Varianz-Gamma-Modell, was haben wir hier noch, das IVF-Modell und so weiter und so fort. Und das sind dann wirklich mathematische Gleichungen aufgelistet. Ist das korrekt? 100%. Das ist Finanzmathematik vom allerfeinsten. Das ist großes akademisches Wissen, was hier drin steht. Die Frage ist aber, weil viele immer so schreiben, dann auch in Buchkommentare, das Einzige, was du lesen musst, ist der Hall. Ja? Das schreiben immer nur Leute, die nicht aus der Praxis kommen. Und ich garantiere euch, ich war, als ich damals in Chicago war, 2 Jahre an der Börse und am Parkett der CME und auch bei der CBOE war, dass keiner der Händler, der da richtig Geld gemacht hat, ne, außer vielleicht die Quants, also die Jungs, die irgendwie Market Making gemacht haben oder die Risk Management für irgendeinen Hedgefonds gemacht haben, aber die ganz in Anführungszeichen normalen Händler, ne, von denen hat keiner auch nur 5% von dem verstanden, was hier drin steht. So, und die haben trotzdem alle eine Menge Geld verdient, weil ihr müsst immer unterscheiden, was ist Theorie und was ist Praxis. Und es gibt so viele Beispiele, die theoretisch möglich sind, aber in der Praxis nicht. Oder die in der Praxis oder in der Theorie undenkbar sind, aber in der Praxis nicht denkbar sind. Ne? Wer hätte gedacht vor ein paar Jahren, dass wir Negativzinsen bekommen können und so weiter. Also das heißt, überbewerte das nicht. Wer will, legt sich dieses Buch mal zu. Ich weiß jetzt nicht, was es kostet, aber ich gehe mal davon aus, bei so einem dicken Schinken, das dürften 70, 80 Euro sein. Ich mache es euch mal auf jeden Fall hier darunter, einen Link dazu. Und wer also sagt, okay, er braucht mal ein Nachschlagewerk, er will einfach mal in einer freien Minute, will er mal gucken, wenn er mal, er trifft immer mal auf irgendwelche Fremdwörter und sagt, okay, was ist das jetzt, ne? Und wo kann ich mal nachlesen? Aber glaubt mir, ihr könnt euch, meine Sicht, nicht hinsetzen und könnt sagen, so, jetzt lese ich mal das Buch von vorne nach hinten durch. Also dafür ist es überhaupt nicht geeignet. Allein schon das Inhaltsverzeichnis ist hier seitenlang
Und gerade so Dinge wie Kapitel 20, Value at Risk, ne? Mal das. Value at Risk ist ein wunderbares theoretisches Modell, so, was alle Investmentgesellschaften nutzen, was aber in der Praxis leider nicht die Relevanz hat, der man ihm gerne zuspricht. Und vieles, was wir heute heute auch institutionelle Anleger anwenden, weil es so von den Akademikern vorgegeben wird, weil es von ihren eigenen Häusern so vorgegeben wird, hat in der Praxis, führt nicht dazu, dass du bessere Ergebnisse erzielst. Im Gegenteil, oftmals zu deutlich, deutlich schlechteren Ergebnissen als der berühmt-berüchtigte gesunde Menschenverstand. Und deswegen, Buchempfehlung definitiv für den, der es braucht, der von seiner Entwicklungsstufe so weit ist, der einfach mal neugierig ist und der sagt, hey, ich brauche einfach auch diesen Klassiker in meinem Regal. Aber wer das ja nicht hat, ne? Wer nicht so grundsätzlich verstanden hat, wie Optionshandel funktioniert, dem nützt das hier überhaupt nichts, weil das ist reines Theoriewissen, hervorragendes Theoriewissen, aber in der Praxis bringt dich das keinen einzigen Schritt weiter. Weil dir nützt es nämlich nichts, wenn du die implizite Volatilität nach 4 verschiedenen Stufen ableiten kannst und modellieren kannst und dann aber draußen zu tun hast, dass du einen einzigen richtigen Put verkaufst oder einen einzigen Call richtig kaufst und dabei nicht weißt, was du für Laufzeiten nehmen sollst. Okay? Also deswegen überlegt euch genau, für was ihr da Geld ausgebt, ob das was Richtige ist oder nicht. Wenn ihr sagt, okay, ich will mich jetzt nicht mit akademischen Federn schmücken, mir ist es auch nicht wichtig, der schlauste Optionshändler zu werden, sondern derjenige, der mit Optionen Geld verdient, ne? Dann kann ich dir nur empfehlen, nutzt den Link, der hier unter dem Video ist, www.optionsstrategien.com/termin, trag dich dafür ein kostenloses Erstberatungsgespräch ein und wir zeigen dir, wie du in der Praxis Geld verdienst und das theoretische, sage ich mal, i-Tüpfeln, das Sahnehäubchen, um mit irgendwelchen Leuten dann auch darüber streiten zu können, ob nun die 4. Variante oder die 5. Variante besser ist. Das kannst du dir aus solchen Büchern holen. Bei uns in der Akademie gibt es allerdings sowas nicht. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye.